Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum Masterbier. Was mit dabei ist, Yves, guten Tag, Yves. Birk, Brech, Gott. Nein, schön, hallo. Alles klar, guten Tag, Brechreiz, LP. Freunde, wir haben heute eine wunderbare Challenge. Ja, ich habe ja im Moment meine Challenge-Time bei Masterbier. Und wir haben heute nicht die Penis-Challenge, nicht die Vagina-Challenge, nein, sondern die Boobie-Challenge. Ist ja super innovativ und super toll. Je nachdem, welches Thema Yves jetzt bekommt, und ich natürlich auch, weil wir sind irgendwie in einer Lobby, müssen wir innerhalb dieses Themas ein paar Brüste verstecken. Yves, kriegst du das hin? Ja, klar. Weißt also, du, wie Brüste aussehen? Oh, dann müsste ich gleich nochmal schnell schauen. Okay, Lighthouse, das ist sehr schwierig tatsächlich. Hatten wir das nicht schon mal zu... Nee, das war Windmill. Nee. Lighthouse ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich direkt schon eine Idee, wie ich die Boobies verstecke. Ich auch. Ja, ja. Yves, aber hast du... Du hast direkt eine Idee? Ja. Verdammt, das Problem ist, wenn ich das jetzt so baue, dann wird das... Oh nein, das wird dann ein Cock. Fuck. Ist ja auch nah, weiß man, ne? Oder beziehungsweise Revi weiß nicht, wie das aussieht, deswegen denkt er, das ist nah beieinander. Ein Cock und Brüste? Ja. Sieht nicht gleich aus. Und locker kriege ich jetzt... Das ist mein Bann, Leute. Das wird mein Manchmal Bann schon. Das wird mein Bann auf meinen Plex. Okay. Weil das Problem ist, wenn das Lighthouse in der Mitte steht, sieht es halt aus wie ein Schwanz. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich habe gedacht, ich baue jetzt einfach unten die Brüste hin. Ach so. Ne, und das sieht dann halt aus wie ein Pimmel. Eigentlich gar nicht so lustig. Nee, doch, ja. Also, aber ist die Challenge, dass man es nicht auf den ersten Blick checkt, oder? Was ist genau, die Challenge, genau? Ja, richtig, genau, genau. Oh, und dann shit, machen wir hier noch so zwei schwarze Nippel hin, so, schau mal hier, so. So, ja, das gehen als geile Brüste vor, Alter, hier, der richtig schöne Warzenlob, den ich hier gebaut habe. Jetzt bauen wir einfach oben noch das Lighthouse. Kann ich die auch dann verstecken, sodass man sie gar nicht sieht, aber wenn sie da sind, achso, dann siehst du sie ja auch nicht. Also ich muss sie schon irgendwie erkennen. Das ist ganz wichtig. Ah, ne? ich hab ne Idee. So, ich denke mal, wir bauen das jetzt einfach so, Leute. Wir lassen das Lighthouse hier so ein bisschen überhängen. Ja, das Problem ist natürlich, ich baue jetzt unfreiwilligerweise einen Schwanz irgendwie. Das ist ein bisschen blöd. Ich baue sowas ja freiwillig. Ne? Wie bitte? Nix. Nee, eigentlich, also bis dato nicht. Wie ist das bei dir? So, keine Ahnung. Gibt ja Leute, die sowas in ihrer Freizeit auch gerne machen. Ja, nur, ne? Es gibt Leute, die sowas... bauen oder sowas. Ja, und Schneepenis bauen. So Penisbauer sozusagen. Genau. Yves, ist natürlich auch immer blöd, dass wir immer solche Themen haben, ne? Eigentlich würde ich auch gerne mal mit dir über Literatur und das Weltgeschehen argumentieren. Das Ding ist halt nur, weißt du, meine Zuschauer sind alle etwas jünger und die wissen halt einfach nur, Frau, Yves, Brüste, Sex, so weiter. Also es tut mir halt leid, ich würde halt gerne, verstehst du, ne? Ich würde halt wirklich gerne. Oh Leute, ich baue hier einfach einen Pimmel, ich glaub's nicht. Das ist einfach eine. Das ist ja auch ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Challenge, dass man sagt, man möchte den Leuten auch noch ein bisschen was beibringen, ne? Also, eben, genau. Also nicht Leute, unvorbereitet. Wenn ihr mal über die Anatomie einer wunderschönen Brust Bescheid wissen wollt, checkt auf jeden Fall Yves Kanal aus, da gibt es sehr viele Tutorials. Hab ich gesabbert, ey. Auf mein Monitor. Ich krieg wieder Abonnenten, da hab ich mich kurz gefreut. Ja, so kennt man sie, so kennt man sie. So leibt sie, genau. Und so lebt sie und so lacht sie auch manchmal in ihrer Freizeit. So, Das sind eine braune Titten, das war, ja. Ja, gutes Willen. Titten haben ja verschiedene Farben, ne, Yves? Da jetzt auch mal hier No Racist einfach. Auch mal gerne, genau. Ne? Also, Brüste können ja verschiedenfarbig auch sein. Das ist ja je nach Hautfarbe komplett unterschiedlich. Das ist ja auch nicht schlimm, Yves, ne? Ein bisschen Diversity tut ja keinem schlecht. So. Nee, das ist richtig. Da muss man auch ein bisschen nach vorne preschen und Zeichen setzen. Einfach mal Zeichen setzen, genau. Und einfach mal die Titte aus Blatt hauen. So sieht es nämlich aus, Leute. So mit Clay wäre ein bisschen wie runzlige Titten, ne? Das machen wir nicht. Runzeltitten. Runzeltitten. Ja, Gottes Willen, das, wer drauf steht, also ich jetzt persönlich nicht, ne? Keine Ahnung. Ich hatte gerade die Textur, habe ich gerade in meiner Leiste und denke so... Ja, so ein paar Runzeltitten. Ja, warum schwierig. Nicht? Schwierig. Ne? Kann man ja mal machen. Also ich habe auf jeden Fall die Challenge bestanden, Leute. Wie gesagt, eure Aufgabe ist jetzt wieder neue Challenges in die Kommentare zu schreiben und vor allem zu sagen, wer die Challenge besser gemeistert hat. Ja, das können wir gleich dann erfahren, wenn wir das Meisterwerk der lieben Yves sehen. Aber ich sag mal so, also mein Lighthouse ist auf jeden Fall schon richtig geil. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ja, wie die Brüste richtig schlecht aussehen. Ja, da will ich mir jetzt kein Urteil drüber unterlauben. Es ist nicht annähernd so, wie es mir erhofft hatte, Leute. Also prinzipiell muss man ja auch sagen, dass Revi eigentlich keine Ahnung hat, wie sowas aussieht. Nee, richtig, genau. Und deswegen also habe ich auf jeden Fall recht schon mal. Genau, also ich glaube schon, dass da Yves auf jeden Fall den natürlich selektierten Vorteil hat. Auf jeden Fall. Ganz klassisch, ja. Oh Gott, ist ja gleich schon vorbei. Ja, so ist es, liebe Yves. Und deshalb würde ich dir jetzt auch raten, dass du dich jetzt mal beeilst. Ja, scheiße. Oh, geil, Mann. So, also ich bin echt gut fertig geworden. Also ich liege ganz gut in der Zeit, Leute. Da kommt dann ein kleines Bötchen hin oder so. Da kam schon wieder
die Krebslache raus, alles klar. So. Das ist einfach so schrecklich. Ja, dachte ich mir. So, Leute, pass mal auf, jetzt machen wir es hier noch. Jetzt muss man noch da. Shit. Ja, da muss noch Shit dran, genau, so sieht's aus. Ja. Wir machen jetzt einfach mal den hier. Ich denke mal, das passt doch ganz gut. So. So, ja, das kann man anbieten, glaube ich. Ja. Also Eve, ne? Jetzt mal Safe Call. Ich glaube, ich habe das ganz easy gewonnen. Also ich finde meins richtig gut. Ach man, wieso geht denn das nicht? Wenn ich das richtig time, Leute? Angenommen, ich time es jetzt genau richtig. Wird es dann zerstört? Du wirst versagen. Du wirst auf jeden Verdammt, Fall versagen. Verdammt, es wurde zerstört. Okay, gut. Ja, geil, die Titten-Challenge, Leute. Ich glaube, ich habe sie ganz gut gemeistert. Derjenige hat das Thema einfach nicht verstanden. Ich sehe hier keine einzige Brust. Mal Isa Bleeding, tut mir leid. Ich gebe mal ein Mäh. Also der ist nicht so schön, der Leuchtturm, ne? Oh, ich find's ganz gut. Echt? Ja. Also er hat natürlich... Mit der Küste hier ein bisschen schön gemacht, ne? Mit dem Stein so. Cupcake-Tussi, aber jetzt mal ehrlich, also da fehlen mir halt einfach die Nippel. Ja, das ist, Oh Gott, das hat ja noch nicht mal die Streifen hingekriegt. Das ist ein gefleckter Pimmel mit HIV. Das ist auf jeden Fall mal Isar Bleeding. Das Pack dafür. Das ist echt... Das ist halt wirklich echt scheiße, ne? Schön Clayboden, noch nicht mal die Streifen also, hingekriegt. Tut mir leid, Alter, guck ein Bier. Bitte erschieß dich oder spiel einfach kein Minecraft mehr. Das ist auch ein Pipi-Mann mit ein bisschen Urin vorne drauf. Ja, geh ich auch mal in Crystal Mac. Keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht so geil, Alter. Ja, ich Crystal mach Mac. Okay. Ja, ich guck, die Bier ist auch direkt disconnected. Nachdem sein Haus explodiert ist, hat er sich gedacht, fuck it, Alter. Nächste Runde. Ich finde das mit der Küste tatsächlich, finde ich ganz nett. Ganz nice. Okay, Eve. Das ist pretty obvious, wo hier die Boobs sind, Leute. Da gibt's mal ein Wow, everything is amazing. Auf jeden Fall, weil das sind ja die Suchboobs. Ja. Klar, Suchscheinwerfer-Boobs. Ja, super schöne Titten, die du hier gebaut hast, Eve. Richtig geil, wirklich. Geile Titten, die du hier hast, ehrlich. Aber du kannst so gut lügen, aber es ist mir egal. Ja, das stimmt. So, der Leuchtturm ist, Warte, ich muss erst gucken, okay. Ob da Titten irgendwo sind. Ist okay, der ist bis jetzt der Beste tatsächlich. Ja, das Ganze ist, Also, ich sag amazing. Jetzt von deinem Tittenturm, Eve. Das findest du amazing, echt? Ja, im Vergleich zu meinem. Da schneit's halt drauf, ne? Cupcake-Gay. Das schneit? Also, ja, ich weiß nicht. Ja. Aber da war meiner besser kommen. Also, it's okay. Also bis jetzt hat mich noch nicht so vom Hocker gehauen, glaube ich, ne? Wäre natürlich jetzt auch fatal, wenn ich das Ganze mit inklusive der Challenge gewinnen würde, Leute. Es gibt doppelte Punkte für die nächste Challenge, auch wenn ich da verliere. Also im Gegensatz zum... Oh, okay. Das ist ja süß. Da gebe ich echt mal ein Gut. Ja, das finde ich amazing. Echt amazing ist es nicht, aber es ist gut. Ich finde die Idee geil, dass er das so eingebaut hat oder sie, dass das so ein bisschen in die Umgebung sich einfügt. Aha, Eve, interessant. Die liebe Misery hat ja scheinbar echt mitgedacht. Ja, nach wie vor Mindflex. Oh, guck mal hier, Eve. Ja, ist natürlich wieder deins. Siehst du die geilen Titten, Alter? Siehst du die geilen Titten, Eve? Schau dir diese wunderschönen Titten an. Ist es nicht geil? Es ist schon nice, oder? Ja, ich geb mal ein Amazing. Ja, dann bau everything awesome, bitte. Och, weil Mann, ich sehe mal sofort, wenn du mit Glas baust, immer mit... Alter. Was denn? Guck mal, der Leuchtturm brennt einfach. Den hat jemand angezündet. Das sieht eher aus wie eine Granate oder so. Ja, das ist ein Granatenturm, weil der schießt Granate auf Schiffen. Auf Mach Schiffen. Mal Mäh, weil es mit gut, dem Metall finde ich scheiße. Ich geh mal auch mal ein Mäh. Du lebst auch in deiner eigenen Welt. Das stimmt. Simon, reingeschissen, mein Freund. Reingeschissen. Oh! Oh ja, das. Das ist immer gut, Alter. Hallo, ich will fliegen. So. Aber bis jetzt tatsächlich noch nichts, was mich so übertrieben umhaut. Ich meine, das sieht am ehesten nach dem Leuchtturm aus. Ich bis auf meins. Amazing sogar, Alter. Echt? Ja. Boah, du miss it. Und was hast du mir gegeben? Amazing. Ach, tatsächlich? Ja, ausnahmsweise. Ich überprüfe das, ne? Ja, gönn dir. Kannst doch gerne das Video angucken und einen Daumen hoch da lassen, Leute. Lasst jetzt 200.000 Daumen hoch da, wenn ihr, ja, easy hier guckt. Ah, du bist das... Oh, komm, und ich bin auf dem... Schaut mal hier, Alter. Ease wrecked, Alter. Innerhalb der Challenge habe ich die geilsten Titten gebaut, plus den schönsten Leuchtturm. Wir einfach auf dem US wieder hätten spielen müssen. Hätten wir nicht. Leute, wenn ihr jetzt auf jeden Fall das Video gesehen habt, lasst einen Daumen hoch da. Das ist eine super tolle Challenge. Da kann ich nämlich überprüfen, wie viele Leute tatsächlich das Video geschaut haben. Aha. Das ist totaler Schwachsinn, was laber ich hier. Lasst einfach einen Daumen hoch da. 200.000 Daumen hoch und Eve zeigt ihr Poloch und alles klar. Leute, schaut mal eben Eve vorbei. Sehr, sehr schönes Video. Macht's gut. Haut rein. Schreibt mir neue Challenges in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Wunderbar. Tschüss. Master Builders. Master Builders. Master Builders.